Gut, hallo liebe Freundinnen und Freunde, da sind wir wieder bei The Quarry, diesmal mit Max. Letzte Folge ist ja unglaublich viel passiert. Wir haben ja den ersten in der Infektionskette des aktuellen Spiels sozusagen eliminiert, indem wir Chris Hackett erschossen haben. Dadurch haben sich ja Laura, Max, eigentlich müssten sich auch Nick... Wobei, Nick wissen wir noch gar nicht, ne? Wir wissen gar nicht, wer Nick gebissen hat. Ob das auch Chris war? Ja, werden wir rausfinden, denke ich. Also auf jeden Fall haben sich Laura und Max zurückverwandelt, sind jetzt wieder keine Werwölfe. Die Frage ist, ehrlicherweise, ob... Ja, wir können aber leider nicht mehr hoch, ne? Ja, schade, weil ich glaube ja nach wie vor, dass Max der Werwolf war, der Emma gefressen hat. Ob da oben jetzt noch Überreste von Emma wären, ob Max sich überhaupt daran erinnern kann, weiß ich nicht. Naja gut, ach, da ist der Verteiler. Nee, doch nicht. Wir wären viel besser dran gewesen im Harbinger-Motel. Ja, das wäre tatsächlich. Die Frage ist, ob Max sich daran erinnern kann. Harbinger-Motel. Text. Ich kann das nicht aussprechen. Harbinger-Motel. Das wollen sie nicht verpassen. Ja, guck mal einer an. Gut, wir gucken uns mal an, was hier alles so an Hinweisen neu dazu gekommen ist. Letzte Folge war ja auch unglaublich krass hier mit dem, was wir da von der Hexe gesehen haben. Das war wirklich, also das fand ich, ja, das war wirklich stark, stark, stark. Kaylee ist tot. Caleb hat seinen Vater und seine Schwester vor 6 Jahren infiziert. Irgendwann nach diesem Foto. Jetzt ist er der Einzige, der noch lebt. Hey, das haben wir uns doch schon angeguckt alles. Die Hackets hinterlassen Vorräte. Das haben wir doch letztes Mal alles schon angeguckt. Wand mit Jagdtrophäen, die Hackets haben die Tiere mit Silber, das haben wir uns. Also das ist irgendwie komisch. Genau. Genau, das haben wir uns alle schon angeguckt. Also Wege, dass die jetzt beschließen zusammenzuarbeiten, haben wir uns auch schon angeguckt. Der weiße Wal. Arbeiten jetzt zusammen, ja, weiß ich nicht. Und... Ja, ich bin ein bisschen, also das einzige, die einzige Entscheidung, die ich bislang bereue, ist ehrlicherweise diese hier, dass wir auf Bobby eingestochen haben, weil Bobby dadurch dann getötet wurde. Und Bobby ehrlicherweise, nach dieser einen Situation, ihr erinnert euch, letzte Folge, war so der einzige Charakter, wo ich eigentlich so ein bisschen das Bedürfnis hatte, den, oh, da liegt Emma, glaube ich. Der einzige Charakter, wo ich so ein bisschen das Bedürfnis hatte, den überleben zu lassen. Weil, ja, den habe ich irgendwie gemocht und das fand ich schade. Ich glaube, die Entscheidung bereue ich tatsächlich. Oh, jetzt findet Max Emma. Jetzt wird es interessant, ob er jetzt herausfindet, dass er sie getötet hat. Oder ob sie vielleicht gar nicht tot ist. Nein. Vielleicht hat sie auch überlebt. Aber glaube ich ehrlicherweise nicht. Durch das Video wird er wahrscheinlich realisiert haben, dass er das gewesen ist, der dieses arme Mädchen da eiskalt ermordet hat. Okay, wir schauen uns das nochmal... Okay, vielleicht schauen wir uns das doch nicht im Detail an. Gibt auch keinen Hinweis für... Ja, rest in peace immer nochmal. Wie gesagt, tut mir leid, auch wenn ich das sicherlich nicht verschuldet habe. Ja gut, Emma, wie gesagt, tot. Weiß nicht, ob Max das jetzt gecheckt hat. Aber wie gesagt, der Tod, der mir wirklich leid tut, ist der von Bobby. Gut, eigentlich, so laut meinem Verständnis dürfte Max jetzt hier auf der Insel nicht groß was passieren können. Weil der einzige überlebende Werwolf, den wir erkennen, ist der von Silas. Also ist der Silas, meine ich. Das ist Laura's Kappe. Das also war wir. Sie hier. Ja. Da ist jemand hinter Max hergelaufen, oder? Oder war das nur ein dummer Bildschnitt? Wir gehen mal hier zurück.
sehen aber nichts. Aber ich meine, da wäre gerade jemand. Vielleicht nehme ich das zurück mit, dass Max gerade nichts passieren kann. Also Silas kann ja eigentlich nicht hier auf der Insel sein, weil der. Ja gut, vielleicht hat er ein Boot gehabt. Jetzt ist natürlich gleich spannend herauszufinden. Okay, Cutscene, ich bin leise. Ich dachte ehrlicherweise, wir könnten da die Insel noch weiter erkunden, aber nee, können wir nicht. Jetzt wird spannend herauszufinden, ob Max ins Wasser gehen kann oder ob er wieder direkt Schmerzen kriegt. Also ob die Werwolf-Verwandlung wirklich hundertprozentig abgeschlossen ist. Weil wir wissen ja, Werwölfe mögen kein Wasser. Ich würde sagen, wir bleiben noch ein... Okay, schade. Ich habe eigentlich gedacht, wir bleiben... Ich habe gedacht, wir bleiben ein bisschen, um die Insel weiter zu erkunden. Aber offensichtlich wird direkt Cut gemacht. Okay, wir sind wieder mit Caitlin und Dylan sind wir jetzt wieder in der Lodge. Okay, gut. Viel schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gebt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Gut. Sie spannend, hassen Wasser, schon vergessen. Klar. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay, wir brauchen mehr Überblick. Komm. Okay, also ich überlege gerade, eigentlich müsste ja auch noch Caleb da draußen rumrennen, weil Caleb hat ja, wir gucken uns das schnell nochmal an hier bei Hinweisen, wir gucken direkt den neuen Weg auch an. Caleb hat ja seinen Vater infiziert, das heißt, alle Leute, die Caleb infiziert hat, müssen ja noch leben, weil wir nur die Infektionskette unterbrochen haben, die von dem Vater, also von Chris Sackett ausging. Das heißt, alle Werwölfe, die Caleb geschaffen hat, leben noch und natürlich lebt Silas noch. Also okay, vielleicht nehme ich das zurück mit, es kann erstmal nichts mehr passieren, weil ja noch da draußen ungewiss viele Werwölfe rumrennen. Und vor allen Dingen, wir müssen ja auch ein bisschen im Auge behalten, dass die Hexe, also wir wissen ja mittlerweile, wer die Hexe ist, das ist ja hier die Mutter von Silas und die Besitzerin von Harum's Carum. Bislang hat die uns ja geholfen, weil die ja wollte, dass wir uns an den Hackets rächen. Aber die war ja letzte Folge, war die ja schon sehr, sehr wütend, so ein bisschen, dass wir versagt haben, dass die alle noch leben, obwohl ja eigentlich zugegebenermaßen sehr viele von den Hackets tot sind. Also von den Hackets leben ja nur noch Caleb und Travis, weil die Matriarchin ist tot, der Mann, nehme ich an, Jebediah ist tot, Kaylee ist tot, Chris ist tot. Ja, also sofern wir nicht noch irgendwelche Hackets haben, die ich übersehe, leben ja nicht mehr so viele Teambuilding. Dylan und Caitlin gingen zum Schrottplatz, haben wir, arbeiten zusammen. Abigail fand eine Sturmkugel, eine Silberkugel. Caitlin hatte Dylan in der Lodge zur Gesellschaft. Ich glaube tatsächlich, wir hätten Dylan auch auf dem Schrottplatz verlieren können. Wir hatten ja die Wahl zwischen Hupen und Fahrzeug fallen lassen, haben das Fahrzeug fallen gelassen. Dadurch haben wir, glaube ich, beide gerettet. Aber es hätte auch durchaus, glaube ich, so sein können, dass wir einen der beiden da verlieren. Okay. Achso. Ja, durch den komischen Kamerawechsel habe ich gerade gedacht, dass hier eine Cutscene wäre. Also so finde ich die Kamera immer etwas nervig zu steuern. Ist auch so ein... Also bislang gibt es eigentlich einen großen Kritikpunkt bislang, finde ich. Und das war die Sache mit Nick damals auf der Map. Sicher ist erinnert sicher. Euch. Ja, besser machen wir dazu hier alles. Besser. Gut, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung von uns. Also wie gesagt, das ist so bislang mein einziger richtig großer Kritikpunkt. Dann zwischendurch war ich ja etwas der Meinung, es gibt einen Logikfehler, aber den haben wir ja aufgedeckt mit diesem der Erste der Reihe und so weiter. Das hat sich ja mittlerweile aufgelöst, das habe ich einfach
falsch verstanden gehabt. Ansonsten, wie gesagt, bleibt eigentlich so der große Kritikpunkt, dass wir damals sehen konnten, wer der Werwolf unten im Keller ist durch die Minimap. Das fand ich halt nicht so cool. Ja, und manchmal, wie gesagt, eben gerade zum Beispiel, wenn die Kamera so ganz komisch ist, finde ich die Steuerung ein bisschen, ja, schwierig. Ansonsten, wie gesagt, bin ich nach wie vor sehr, sehr begeistert hiervon. Sowohl von der Story, als auch von der Grafik, vom Gameplay, den Charakteren, den Wendungen, von Dylan sowieso. Ich weiß gerade aktuell gar nicht, was wir machen müssen. Ich glaube, wir wollen Caitlin suchen. Ich meine, wir als Zuschauer und Zuschauerinnen und Spieler wissen ja, wo Caitlin ist. Sie ist oben im Zimmer von Dings. Von Chris Hackett. Aber wir gucken mal, ob hier unten noch irgendwo was ist. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt eh schon mal hier gerade uns frei bewegen können, gehen wir mal in diese Küche. Weil irgendwas muss es doch mit diesem Raum auf sich haben. Das hätte Jacob doch an der Stelle nochmal Rest in Peace. Übrigens, Jacob ist der zweite von den Anfangscharakteren, den wir bisher verloren haben. Ich bin ein fröhlicher Hubbelhase. Was ist das? Ich mich erschrocken gerade. Okay. Kleiner Spooky-Moment. Fledermaus-Rucksack und vor allem der in dem Fall tatsächlich spontan erschreckende Hoppelhase. Das hat mich wirklich etwas erschreckt. Den hat ja damals Abigail mitgenommen. Jetzt gucken wir uns aber nochmal hier diesen... Okay, da können wir jetzt gerade gar nicht rein. Okay. Aber wie gesagt, das muss irgendwas noch nachher bedeuten, weil das hätte Jacob ja nicht so komisch gesagt. Also... Wie gesagt, Jacob, der zweite bislang von den Anfangscharakteren. Wir wissen nicht, was mit Nick ist. Wenn Nick damals von Chris Hackett verwandelt wurde, müsste Nick sich zurückverwandelt haben. Aber wir haben es noch nicht gesehen. Ansonsten von den, ich sag mal jetzt, jugendlichen Charakteren bislang nur Emma und Jacob gestorben. Jacob konnte nicht so wirklich was dafür. Ja, und Emma war einfach dumm, muss man ganz klar so sagen. Endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Agers Bruder, schätze ich. Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Agers Bruder vielleicht? Ja, Bobby. Klar. Rest in peace, Bobby. Bobby bislang wirklich der Tod, den ich am meisten bedauere. Ich weiß nicht, ob wir ihn hätten retten können, wenn Ryan nicht da drauf gestochen hätte. Ja, da Bobby. Bobby Hackett. Bobby N 34981024 A plus katholisch. Na gut. Klassische Hundemarke halt. Gibt aber auch keinen Hinweis für. Aber gut, ist ja jetzt nichts, was wir dadurch neu erfahren haben. Wir wussten ja, dass er Bobby heißt. Und wie gesagt, Bobby ist ja leider gestorben. Spielt ja in dem Spiel dann sowieso keine Rolle mehr. Okay, hier in dem Raum. Ah, da gibt es noch einen Hinweis. Ah, eine zerknüllte Quittung oder sowas. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Okay, den Brief lesen wir uns gleich mal durch. Ich bin immer noch etwas irritiert, das fällt mir gerade ein, dass wir nicht den Brief von Caitlin an ihre Großmutter lesen konnten, den Ryan da gefunden hat. Vielleicht wird das im Laufe des Spiels noch aufgelöst, aber das war ja bisher der einzige Brief, den wir gefunden haben, den wir nicht lesen konnten, sondern den Ryan einfach eingesteckt hat. Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, als meine Mutter und mein Vater 1953 das Sommercamp in Hackett's Crawley gründeten, war es ihre Vision, einen Ort zu schaffen, an dem Kinder aus dem ganzen Land die wahren Wunder der Natur erleben können. Ich bin stolz darauf, ihr Vermächtnis bis heute fortzuführen. Die Lodge des Camps besteht, seit wir unsere Truhe geöffnet haben, doch dieses Vermächtnis und auch die Lodge selbst sind nun in Gefahr, da sich laut statiger Gutachten herausgestellt hat, dass das Mauerwerk des Schornsteins dringend ausgebessert werden muss. Eieiei, keine Sorge, ihren Kindern droht hierdurch keinerlei Gefahr. Leider muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass wir ab nächstem Jahr die, Temp-
die Teilnahmegebühren um 5% pro Person erhöhen müssen. Ja gut, 5% ist ja jetzt nicht so ganz heftig. Wenn die Zeiten hart wären, denke ich an das Motto unseres Campes: Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Hackett's Crawby gemeinsam stärker denn je machen können. Vielen Dank, dass Sie uns weiterhin die Treue halten. Mit freundlichen Grüßen, Chris Hackett. Okay. Schauen wir uns mal diesen Brief an. Da, Lodge-Renovierungspläne. Den haben wir ja schon gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wer den gefunden hat. Okay, dann hat da als nächster Camp-Brief. Bitte die Camper um zusätzliche Spenden. Vielleicht geht es dem Camp so schlecht, dass die Gebühren nicht ausreichen. Okay, okay. Also offensichtlich gab es ja auch Geldprobleme. Kennen wir ja schon, Geldprobleme bei den Hacketts sind uns ja schon bekannt mit dem Steinbruch damals. In den 1930er Jahren. Wie gesagt, wir gehen hier wieder jede Ecke ab, weil wir auch immer hoffen, dass wir irgendwo eine neue Tarotkarte finden. Ne? Also hier sind wir hochgekommen. Hier ist nochmal ein Hinweis. Wie lange ist der Typ schon hier? Das ist vielleicht der... Das ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Was für ein Angriff? Also ich bin mir keinerlei Angriffe bewusst, wenn ich ehrlich bin. Deswegen schauen wir erstmal weiter. Besser, ich suche weiter. Ja. Wir gucken mal, ob es einen Hinweis zu dem... So, da können wir uns nur entscheiden, ob wir... Besser, ich suche weiter. Okay, ja, also ich bin mir ehrlicherweise keines Angriffes bewusst gerade. Deswegen schauen wir mal... Ah, da haben wir einen neuen Hinweis zu der Bergarbeiterdose. Septimus Hackett war das Oberhaupt der Familie, als die Hacketts in Not gerieten. Er war es, der damals den Entschluss fasste, den Steinbruch stillzulegen. Okay. Ahnenporträt. Dieses große und überhebliche Ölgemälde von Septimus Hackett ziert den Kamin. Also dieser Kamin scheint irgendwie noch ein sehr zentrales Element in dieser ganzen Geschichte zu spielen. Glaube ich. Weil der ja doch jetzt sehr häufig in verschiedenen Kontexten erwähnt wurde. Also ich bin gerade unsicher, was das mit dem Angriff da vor sich hatte. Weil wie gesagt, ich habe nichts bemerkt, dass hier irgendwas droht. Wir schauen mal, ob es denn hier irgendwo was gibt. Oder ob die allgemein davon ausgehen, einfach das jetzt gleich... Ich meine, gut, klar, die wissen ja... Ich meine, die können das ja eigentlich mit der Infektionskette nicht wissen. Hier ist so ein Klassenzimmer, richtig sogar. Ah. Rip Ian, we hardly knew... Ian, das ist ja der, dessen Halsband... Armer Ian, das Camp-Maskottchen krepierte, bevor es losging. Ja. Eigentlich ziemlich passend. Da wissen wir ja, was da passiert ist. Das war ja Chris. Maskottchen? Nein, hatten. Nicht mitgekriegt? Nein, was? Er starb vor Beginn des Camps. Ah, wie blöd. Gut, schauen wir uns direkt den Hinweis zu an. Tafelzeichnung. Ein Andenken an das verstorbene Camp-Maskottchen Ian. Der Zeichnung nach zu urteilen war Ian ein Schaf, doch niemand durfte ihn dieses Jahr kennenlernen. Weil die Camper haben nicht gewusst, dass Chris das Camp-Maskottchen getötet und gefressen hat. Eigentlich haben sie kaum etwas über Campleiter Chris Hackett gewusst. Ja, am wenigsten vor allen Dingen, dass Chris ein Werwolf ist. Blutiges Halsband wissen wir jetzt auch. Ian war ein Schaf, das Camp-Maskottchen. Jemand hat ihn unten im Sturmkeller geschlachtet. Ja, das war Chris, der Werwolf, der mittlerweile tot ist. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Komm, Dylan. Und schauen uns mal an, was hier noch so abgeht. Hä? Also. Okay. Ah, da ist was. Ein Megafon.
Erinnert mich an Mr. H.'s dämliche Ansagen. Wow. Oh Gott. Vorsicht, du hast da ein Camp-Relikt. Egal, ist eh kaputt. Ah, rest in peace, Megafon. Na. Gucken wir uns nochmal in Ruhe an. Ja. Gibt's da irgendwas zu? Nee. Dann gehen wir weiter. Da ist noch was zum Anschauen. Was ist das? Das ist eine alte VHS-Aufnahmen. Als würden sie was suchen. Ja, die haben ja immer, haben wir rausgefunden. Ja, in Chris' Kontrollraum. Da lagert er die Videos. Du hast vielleicht recht. Wir haben ja mittlerweile herausgefunden, dass sie ja die ganzen Wildtiere, die von den Werwölfen gebissen wurden, dass sie die prophylaktisch getötet haben, weil sie ja nicht wussten, was mit den Tieren passieren könnte. Ja, die sind alle mit, also müssen wir gar nicht einwenden, die sind alle mit Vollmond gekennzeichnet. Das heißt, sie haben alle Wildaufnahmen von den jeweiligen Vollmonden, macht ja auch Sinn, also von den Vollmondnächten gesammelt, um herauszufinden, welche Tiere gebissen wurden. Also das macht jetzt auch langsam Sinn, dass sie den ganzen Wald so heftig überwacht haben. Okay, hier oben gibt es sonst nichts weiter. Wir gucken uns mal eben den Beweis dazu an, den wir gesammelt haben. Okay, also Beweise haben wir, ja gut, 7 von 10 geht sogar. 6 Jahre alte Archivaufnahmen der Wildkamera in den Hackett-Wäldern. Also uns fehlen noch 3 Beweise, dann haben wir da auch alle. Hinweise haben wir halt gar nicht mal so viele bislang, finde ich. Also gerade hier Geschichte der Hackets haben wir nur 10 von 19. Das ist wirklich wenig. Wege haben wir dafür, ja gut, ist ja auch wenig überraschend. Weil die Wege werden ja automatisch gegangen, also. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich bei den Hinweisen ein paar übersehen. Das ärgert mich ein bisschen. Aber vielleicht finden wir die auch noch, also. Da waren wir drin. Gut, dann gehen wir wieder auf die andere Seite und gehen da die Treppe hoch. Also irgendwo muss doch hier auch Abby sein, oder bin ich dumm? Ist das nicht der... Okay, hier werden wir uns gleich entscheiden müssen, dass wir uns dann auf den Angriff vorbereiten. Aber erstmal gehen wir jetzt hier noch gleich hoch. Würde ich sagen. Da waren wir drinnen im Raum. Ist nur noch die. Da, da haben wir nämlich noch eine Tarotkarte. Seht ihr, Freunde, die Hohepriesterin. Und zwar Tarotkarten haben wir nämlich auch echt wenig. 14 von 22 kommt mir sehr, sehr wenig vor. Eliza fiel dem Feuer zum Opfer, das vor 6 Jahren bei ihrem Wanderzirkus ausbrach. Ihr Geist sucht seitdem die Wälder von Hackett's Quarry heim, fest entschlossen, sich an der Hackett-Familie für ihr Schicksal zu rächen. Mit ihren Tarotkarten, die damals im Feuer verloren gingen, hat sie dich durch die Nacht geführt. Ach, guck mal an. Guck mal an. Jetzt haben wir es gelöst. Also, ich meine, wir wussten ja quasi, dass es diese Frau ist. Wir wissen aber jetzt, sie heißt Eliza. Sie kam bei dem Feuer um. Doch ihre Motive sind vielleicht nicht ganz so aufrichtig, wie es zuerst schien, ja. Guck mal an. Da haben wir das Rätsel jetzt auch gelöst. Also Eliza ist nämlich die Hexe von Hackett's Crawley. Damals bei dem Feuer ist sie ums Leben gekommen, auf jeden Fall wissen wir ja jetzt. Und Dings. Der eine Sheriff hier, Hank. Und Silas ist ja damals entkommen. Und Silas schien aber wohl, so wie es aussieht, von Anfang an ein Werwolf gewesen zu sein. Ja, schön, dass du auch kommst, Dylan. Jetzt gehen wir aber gerade wieder runter. Silas schien ja von Anfang an auch ein Werwolf gewesen zu sein, weil der hat ja in diesem Käfig gewohnt. Da würde man ja nicht jemanden zur Schau stellen und einsperren, wenn, ja, wenn das kein Werwolf wäre. Also Silas schien damals...
Und ich glaube, deswegen haben sie auch den Zirkus angezündet, weil sie Angst davor hatten. Also Menschen, wenn die was nicht verstehen, haben ja häufig Angst davor. Und dann zerstören sie das. Gut, ich würde sagen, wir haben hier alles genau angeschaut. Deswegen bereiten wir uns jetzt auf den Angriff vor. Von wem auch immer. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hecate. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Okay, da hören wir auf jeden Fall, dass noch Werwölfe aktiv sind. Oh, und sie scheinen offensichtlich durch den Kamin zu kommen. Das ist natürlich nicht gut. Der allerdings, wie wir wissen, baufällig ist. Vielleicht können wir irgendwie dafür sorgen, dass der Kamin einstürzt. Weil wir wissen ja, er ist sehr baufällig. Komm schon, Abby. Reiß dich zusammen. Bald. Was war das? Oh, Was zum? Ja, wer auch immer das jetzt ist, vielleicht ist es Silas selber, vielleicht ist es Caleb oder Caleb, vielleicht ist es sogar Nick. Wir wissen es nicht, er ist auf jeden Fall im Haus. Wir sollten rennen, würde ich sagen. Komm, rennen. Reiner. Gut, dieser Stuhl wird sie, glaube ich, nicht großartig aufhalten, aber wir können es ja probieren. Caitlin! Oh mein Gott! Oh, ich Abigail. Ich muss ihr helfen. Wir spielen jetzt Abigail. Aber wo ist Dylan? Hä, hey, waren Caitlin und Dylan nicht zusammen? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Silberkugeln. Ja. Aber wir haben kein Gewehr. Stimmt. Abigail, wir haben... Oh Gott. Weiß ich nicht. Balken. Also die Frage ist wirklich, wo ist Dylan hin? Oh, das ist, ich muss hier die ganze Zeit weh. Komm, Caitlin, wir schaffen das. Komm. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Wirklich sehr, sehr gut, Caitlin. Und ich. Oh, da kommt er wieder. Aber wo ist Dylan denn hin? Also... Ah, weiter rennen. Das hat uns bislang gut gemacht. Verstecken ist, glaube ich, nicht gut. Caitlin! Was schaffst du denn? Naja, die ganze Zeit einfach da gestanden? Hier drüben, Caitlin! Oh ja, sehr gut. Und da ist Abigail mit der Silberkugel. Wir haben das Gewehr. Ich sehe den Plan schon vor meinen Augen. Keine Zeit mehr, komm! Doch, wir müssen zu Abigail. Abigail hat die Silberkugel. Das riskieren wir jetzt. Ach, Dylan, wo willst du denn hin? Nein, jetzt weiß ich, was es mit der Kammer auf sich hat. Wir werden auf jeden Fall zu Caitlin gehen. Zu Abigail, meine ich. Silberkugeln! Hey, ich bin hier! Da ist nämlich die Silberkugel. Die laden wir jetzt ins Gewehr. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich selber schießen. Das heißt, ich muss treffen. Kann ich, glaube ich. Da ist er. Haben wir die Silberkugel geladen? Oh, ich sehe jetzt schon an der Cutscene, dass ich schießen muss. Nein, ich habe daneben geschossen.
Oder? Nein, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freundinnen und Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben sie alle drei gerettet. Dylan, Caitlin und Abigail haben wir erstmal gerettet. Wie auch immer das jetzt ist. Hoffentlich ist es nicht Nick, das wäre wirklich traurig. Fick dich. Ich hab dich, Motherfucker. Okay, mit der Bratpfanne Dylan. Heroisch, heroisch wie immer. Ich habe eigentlich gedacht, dass Dylan jetzt safe sterben wird, weil er in diesen Raum gerannt ist, den... Du hast den? Jacob ja. als Todeskammer ja, betitelt hatte. Ich habe gedacht, Dylan rennt da jetzt rein und das Monster hinterher, also der Werwolf und das wär's. Aber wir haben uns richtig entschieden. Okay, was geht denn jetzt an? Ach, das sind die drei. Ich glaube tatsächlich, dass Travis und Laura am Ende des Spiels noch ein Paar werden. Gut. Mit dieser steilen These würde ich aber sagen, beenden wir an der Stelle erstmal die Folge. Ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, sowohl Abigail, Dylan als auch Caitlin erstmal in dieser Folge zu retten. Fand ich gut, also wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen, habe ich gemocht. Ja, dann würde ich sagen, was jetzt so weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, mittlerweile haben wir also die Main Story fast zu 90% erfasst. Also wir wissen ja, wie alles begonnen hat, wie alles passiert ist. Vielleicht wird noch aufgeklärt, wer Silas wirklich ist, was passiert ist, wieso Silas von Beginn an ein Werwolf war und so weiter. Ja, aber ich denke, das finden wir in den nächsten Folgen raus. In dem Sinne erstmal tschüss.